Herr Dr. Uders, begrüße Sie. Was, Sie haben von Herrn Palme mitgebracht? Das ist ja reizend. Ihr verdanken wir nämlich unsere Bekanntschaft. Ach, das wussten Sie noch gar nicht. Ja, Fräulein Palmer hat sie mir es warm empfohlen. Nun, da Sie ja ein wenig Zeit für mich übrig haben. Doch, heute klappen wird. Aber natürlich, die Hauptgefahr ist doch beseitigt. Ich habe meine Sekretärin ausdrücklich zu Hause gelassen, damit der alte Bulli nicht wieder abgelenkt wird. Hier, der gute Lindemilch wird alles erledigen. Na, der wird ihn bestimmt nicht ablenken. Ich weise kurz darauf hin, meine Szenografie ist 40 Jahre alt und inzwischen auch nicht jünger geworden. Fräulein Palmer. Dann kann ich ja gehen, Herr Doktor. Das kann für die Klarheit des Szenogramms nur von Nutzen sein. Nein, nein. Bleiben Sie nur hier. Ach, Herr Doktor, vielen Dank auch für den schönen Escort. Ach so, ja, das war ja wohl nicht so schlimm, ne? Hauptsache, er hat Ihnen Freude gemacht. Freude? Heller Jubel in der ganzen Familie. So, na das ist ja... Meine Herren, Herr Dr. Uders hat den Vertrag nochmal überarbeitet. Herr Doktor. Wir haben Ihnen da einige Zugeständnisse gemacht, meine Herren. Entweder Sie unterschreiben den Vertrag in dieser Form, oder aber, na also, meine Herren, ich bin überzeugt, Sie werden unterschreiben. Kommen Sie, Fräulein Palme, lassen wir die Herren den Vertrag studieren. Wir trinken erstmal einen Cocktail zusammen. Da haben wir die Bescherung. Wieder diese junge Person als Ablenkung. Hätten Sie doch nach Grönland auf Urlaub geschickt. Diesmal lasse ich aber keine Verzögerung zu. Lindemilch, haben Sie Fräulein Palme einen Escort geschickt? Nein. Herr Doktor. Was? Ich habe eine so schöne Schachtel Pralines gekauft und jetzt habe ich vergessen, sie abzuschicken. Sie sind für mich der Gipfel der Intelligenz. Sie dürfen mich nicht im Stich lassen, Herr Direktor. Herr Dr. Hartwig war schon immer sehr eifersüchtig auf Sie. Das ist ja eine Ehre für mich. Und da bin ich darauf eingegangen und habe ihm erzählt, wir beide hätten ganz toll gebummelt zusammen. Was haben wir? Und ich hätte Ihnen ganz gut gefallen. Das haben Sie doch auch. Ausgezeichnet sogar. Sie machen ja direkt einen Casanova aus mir. Also, Herr Direktor, ich habe den Vertrag gelesen. Sie akzeptieren. Na, also, schon ausgezeichnet. Palme, ich musste ein kleines Missverständnis aufklären. Ich habe Ihnen den Escort nicht geschickt. Nicht? Nein. Aber vielleicht hat Herr Generaldirektor Ihnen einen Escort geschickt. Korb? Ja. Muss ich leider verneinen. Wie kommen Sie denn darauf? Noch gut. So fernliegend ist das doch wohl nicht. Fräulein Palme hat mir ja erzählt, dass Sie mit ihr sehr oft ausgegangen sind und dass Sie stets mit Bulli gebummelt haben. Mit Bulli? Ja. Wieso mit Bulli? Ach, mit Bulli? Ja, natürlich haben wir gebummelt. Na, freilich haben wir gebummelt, ja. Ja, Bulli gehört ja schließlich noch nicht zum alten Eisen. Der Vertrag ist nun abgeschlossen. Meine Zeit ist bemessen. Ich darf mich wohl empfehlen. Was ist denn? Dann lassen Sie doch unseren Anwalt nicht weglaufen. Ja, eben. Bleiben Sie doch da. Ich habe keine Lust mehr länger anzuhören, was Sie für Freundschaften haben. Aber das Ganze ist doch ein Missverständnis. Lassen Sie mich erklären. Brauchen wir nichts zu erklären. Ich habe vorhin genug gehört. Aber... Ach. Was ist denn so? Fräulein Palme? Was stehen Sie denn hier? Tränen? Warum sind Sie denn so traurig? Weil ich eingesehen habe, dass Geld allein nicht glücklich macht. Sehr richtig, sehen Sie, und gerade darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, jetzt ist das erste Mal, dass ich es ernst meine. Und dass ich ans Heiraten denke. Sie sagen es aber nicht. Doch, ich sage es sogar. Heiraten wollen Sie nicht? Mhm. Sehen Sie, gegen den Generaldirektor Scholl bin ich natürlich arm. Aber glauben Sie mir, ich habe als Rechtsanwalt so viele Scheidungen erlebt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eine Geldheirat niemals eine glückliche Ehe bringt. Glauben Sie wirklich? Ganz bestimmt. Und wenn Sie jetzt vor einer so wichtigen Entscheidung stehen, dann lassen Sie alle äußeren Beweggründe aus dem Spiel. Folgen Sie nicht Ihrem Verstand, sondern nur Ihrem wahren Gefühl. Sie meinen also, wenn ich mich zwischen einem Armen, den ich liebe, und einem Reichen, der mir ein sorgenfreies Leben bieten kann, entscheiden soll, dann soll ich... den Ärmeren wählen. Mein lieber Herr Doktor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mir den richtigen Weg gezeigt haben. Vorhin war ich noch so unsicher, aber jetzt weiß ich, wem ich gehöre. Leben Sie wohl! Wo laufen Sie denn hin? Zu dem Ärmeren, für den Sie so überzeugend gesprochen haben. Oh,
endlich stehen. Wenn Sie nicht sofort stehen bleiben, dann lasse ich Sie einfach gehen. Lassen Sie mich doch erklären. Es gibt nur eine Erklärung. 7 Geschwister. Mit mir wären 8. Wo 7 sind, können auch 8 sein. 8, das kann ja Hartwig werden. Hartwig habe ich eben einen Korb gegeben. Und was mit Scholl? Von dem habe ich wieder einen Korb bekommen. Einen wunderschönen Ever. Das war aber auch alles. Der Esskorb war zufällig von mir. Von Ihnen? Mit den feinen Würstchen und dem guten Käse. Und ich habe mich gar nicht bedankt. Das ist jetzt unwichtig. Jedenfalls haben Sie Herrn Scholl Bulli genannt. Bulli. Sagt man das zu einem fremden Menschen? Wenn ich von Bulli gesprochen habe, dann habe ich ja nicht Scholl gemeint. Wen haben Sie denn gemeint? Dieses Ekel hier. Will Uder. Persönlich. Und das soll ich Ihnen glauben? Das müssen Sie glauben. Soll das heißen, dass Sie mich lieb haben könnten? Und das sagen Sie einem Mädchen, das den Mut hat, mit 150 Mark im Monat zu heiraten. Hast du mich auch wirklich lieb? Natürlich, du. Wie viel? So viel oder so viel? Du weißt, du wirst schüchtern, da war ich durch. Liebe macht nicht nur blind, sondern auch blöd. Die, die hat immer behauptet, dieses Liebesgesalze sei zum Heulen. Wie findest du das, Lupi? Ah!